Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier bei mir auf YouTube. Ich hatte es ja schon in dem Legends Unboxing gesagt, ja, die Legends Box gab es diesen Monat mal zuerst, jetzt kommt erst die Kings Box. Kings Box hat ein neues Design, sieht richtig geil aus, wie gesagt, ein bisschen inspiriert von Loot Crate, was auf gar keinen Fall etwas Schlimmes ist. Wir machen auf die Box und schauen rein. Ich bin sehr gespannt. Die Legends Box war ja schon richtig geil. Was sehen meine müden Augen denn hier? Ich sehe schon wieder ein Zelda-Item. Ist mega. Ich liebe Zelda. So, als allererstes haben wir hier... Okay, packen wir das Zelda-Item erst noch mit gleich mit raus hier. Socken. Zu Zelda. The Legend of Zelda. Ein paar Socken. 43 bis 46, das ist sehr gut. Ein paar Zelda-Socken. Ja, mit typischem Zelda-Design von BioWorld. Ja, Socken. Okay, es ist von Zelda. Ja, das ist okay. Zelda-Items oder allgemein Nintendo-Items hat man immer gerne drin. Die Socken fühlen sich auch einigermaßen gut an. Ja, die sind nicht gleich durchgelaufen. Ist auf jeden Fall das Triforce-Logo hier mit drauf und alles. Ja, also sieht schon geil aus. Ist eine hübsche Farbe. Sind, glaube ich, relativ lang. Die gehen dann doch schon wieder bis zum Knie. Naja, Socken, wie gesagt, ihr wisst, was ich von Socken halte. Davon halte ich manchmal genauso viel wie von Tassen. Die Zelda-Socken sind jetzt in Ordnung, aber Socken ist halt irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Dann haben wir hier Dungeon Roll. Mal wieder ein Item von Pegasus. Das Item an sich hat, hat ein sehr cooles Design. So mit dieser Box, ne? Hier mit dieser Schatztruhe. Dungeon Roll, wie gesagt, ein Spiel von Chris Darden. Stell deine Gruppe zusammen, stürme den Dungeon, bekämpfe den Drachen, trau dich, tiefer zu steigen. Steige hinab auf weitere Ebenen. Aha. Ja, wie gesagt, ich finde die Kiste ziemlich cool. Das ist ein sehr cooles Design. Das ist auch keine Pappkiste, sondern das scheint richtig links zu sein, eine richtige Plastikkiste, das finde ich geil. Sehr hübsch. Ja, hinten drauf kann ich euch auch gerne mal zeigen. Wie gesagt, Pegasus-Spiele ist doch relativ vertreten im Moment in diesen ganzen Boxen. Ist jetzt nichts Schlimmes, ist jetzt nichts Verkehrtes, aber ja, gut. Irgendwann reicht es dann auch mal. Ne? Aber ist in Ordnung, ist jetzt nicht schlimm oder so. Aber irgendwann ist es nicht. Was haben wir hier? Oh ja, Small Glasses, Schottgläser, und zwar von Uncharted 4. Ja, mega. Gaia Entertainment. Da kommen auch öfters mal Tassen her, tatsächlich. Und das ist, wie gesagt, ein Item von Uncharted 4. Und zwar sind das Shotgläser. Ich mach die mal auf. Kann ich euch die mal zeigen? Ich hoffe, die gehen einigermaßen einfach auf. Okay. So, gut verpackt auf jeden Fall. Sehr nice. Ich hole die mal einzeln hier raus. Ja, da haben wir zum Beispiel den Totenkopf drauf. Das sind so Shotgläser, ne? Wenn du mal einen kurzen trinken willst oder so mit deinen Kumpels, dann hast du hiermit die Möglichkeit dazu auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch dieses Kompass-Symbol. Das sind natürlich alles Symboliken, die man aus Uncharted kennt. Ja. Warte. So. Und dann haben wir hier noch dieses Totenkopf-Logo. Auch ganz nice. So. Cooles Ding. Gefällt mir. Das ist mal ein geiles Item. Vor allem sind es 4 Shotgläser. Nicht nur 2, sondern 4. Das finde ich sehr nice. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Hier sind 2 Items, die wir aus der Legends Box schon kennen. Einmal Pin und einmal Flaschenöffner. Pin von The Elder Scrolls und Flaschenöffner von Fallout 4. Eine Vault-Tür. Und zwar nicht nur irgendeine, sondern die Vault-Tür 111. Sollte jedem Fallout-Fan auf jeden Fall ein Begriff sein. So, dann haben wir hier noch ein T-Shirt, das machen wir gleich. Zunächst noch die Information auch hier in diesem Video. Ne? Game of Thrones Pure Box von King's Loot ist am Stissel. Könnt ihr euch gerne bestellen, wenn ihr wollt. Dürfte noch verfügbar sein, glaube ich, auf King's Loot auf jeden Fall. Mal gucken, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und die Box noch verfügbar ist, werde ich mir die auch noch bestellen. Game of Thrones ist eigentlich schon cool, muss ich sagen. Da gibt es bestimmt ein paar coole Items zu, hoffe ich. Ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ne, wie immer hier, Lootbook, da ist natürlich auch am Start hier ein wunderbares, oh ja, ein sehr schönes, Art. Und zwar von Maike Thomas, oder Maike Thomas wahrscheinlich, ne? Heißt die gute Dame. Wunderbar, ein The Dark Hunt, ein Print natürlich angelehnt an Witcher 3 Wild Hunt. Auch sehr, sehr hübsch. Ich muss mir dringend mal Bilderrahmen kaufen für die ganzen wunderbaren Prints. Jetzt kommen wir noch zum T-Shirt. Das ist leicht gräulich. Das ist auch mal ganz erfreulich. Geil. Oh ja.
Wie geil. Apocalyptic Treasure 2, Vault F Secrets. Ich glaube, das ist ein Mashup von Fallout und Indiana Jones. Kann das sein? Das ist ein mega geiles T-Shirt. Das feiere ich gerade so hart. Oh, geil, ein Fallout-T-Shirt. Ah, ich feiere das. Mega. Ist natürlich der Vault-Boy vorne drauf. Und ich meine, es müsste. Ist das Indiana Jones? Doch, ich glaube schon, oder? Ihr wisst, wie ich bin bei diesen Mashup-T-Shirts immer unglaublich uninformiert. Aber ich meine, das müsste. Das müsste ein Mashup von Fallout, also Vault-Boy und Indiana Jones sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube aber schon, oder? Sehr geil. Also ein wunderbares T-Shirt. Gefällt mir richtig gut. Und auch die Box im Allgemeinen, muss ich sagen, ist super. Also es ist die normale Kingsbox, ne? Wir haben ein paar Schotzgläser drin von Uncharted. Das ist sehr nice. Wir haben ein Spiel von Pegasus-Spiele drin. Ja, okay. Es reicht dann auch mal. Und wir haben Socken von Zelda. Kriegen von mir auf jeden Fall ein, ist in Ordnung, weil es Socken von Zelda sind. Ansonsten muss ich sagen, sind diese Socken meistens einfach von der Verarbeitung her total überteuert und total scheiße. Wenn ich das mal so ganz klar sagen darf. Das habe ich ja bei einer anderen Box letzten Monat schon gesagt. An sich sind das coole Items, wie gesagt, es gibt einen Pluspunkt, weil es von Zelda und von BioWorld ist. Aber ansonsten sind diese Socken meistens eigentlich weniger zum Tragen da, muss man ganz klar sagen. Und die kosten meistens einen Haufen Geld, was ich doch etwas traurig finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meistens läuft man die relativ schnell ab. Aber wie gesagt, da es ein Zelda-Item ist, ist okay. So. Ja. Und ansonsten haben wir hier noch die zwei Sachen gehabt. Ne, dass so diese Standard-Items. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Das Ding hier, ne, diese Shots-Gläser, sind übrigens das Pro-Item gewesen. Ja, für 5 oder 10 Euro, ich bin mir gar nicht sicher, könnt ihr euch das Upgrade zur Kingsbox Pro-Version holen. Und da gibt es dann eben immer noch ein Item gratis obendrauf. Ich muss an dieser Stelle wieder sagen, danke, liebes Kingsloot Team, lieber Philipp. Ja, danke dir auf jeden Fall für das Zusenden der Boxen jeden Monat. Das finde ich immer ganz toll. Finde ich richtig nice. Ja, an dieser Stelle mal ein fettes Dankeschön ans gesamte Kingsloot Team. Und tut mir doch einfach mal einen Gefallen und checkt mal rein bei den Jungs. Die bauen wirklich ganz coole Boxen immer zusammen. Kingsbox, Legends Box oder die Pure Boxen sind eigentlich immer ganz cool, wie ihr ja immer hier seht. Und wenn ihr so eine Box auch mal nach Hause haben wollt, checkt die Videobeschreibung und die Kommentare. Ich habe euch da alles verlinkt und weitere Informationen gepostet. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.